Nein, gelegener Einsatz, hä? Irgendwas. Einfach voll random. Keine Ahnung. Jetzt sollen wir das einfach nur anschauen. Ja, ich weiß ja, dass das ist doch markiert, das, dieser komische Einsatz da. Kann ich echt laufen auf die Karte gleichzeitig? Nee. Nein, 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 keine Blitzreise, bitte. Alter, nice, da ist ein, so ein Medi-Heli. Ja, deswegen ist auch das. Warte mal, ich mach erstmal. Jo, das war eine sehr gute Idee, da einfach reinzufahren, ohne zu markieren, aber ich hab's als erstes entdeckt. Zwei Astra, eine Headshots. Warte, nicht so schnell. Ich brauch noch kurz. Der Leutnant will abhauen. Wir haben sie aufgescheucht. Der Leutnant will abhauen? Das glaube ich aber nicht. Sauber. Alles Paletti? Da war ich gerade richtig aufgeregt. Ist hier noch was? Ich weiß nicht, ob ich gerade eine Heli gesetzt, weil da ja so eine Kiste angezeigt wird. Ich weiß nicht. Glaub nicht, dass da noch irgendwas ist. Geil, man kann den auch fliegen. Ich flieg das Ding. Ja, chill mal noch, wir haben ja noch lauter Sachen, die wir. Ja, stimmt. Dass hier drin noch übel Sachen holen. Also hier ist so ein Dingens. Also ich glaube dieses Dokumentenzeug, falls wir das das brauchst für die Story. Spiel. Ja, genau. Aber ich glaube, das Ganze würde ich, wenn wir im Koop spielen, gar nicht zeigen, sondern irgendwie so, nachdem wir fertig sind mit Aufnehmen, einfach alles durchgehen und dann so machen. Verstehst du, was ich meine? Ich hab hier mal Nummer 2 gemacht an dem Ding. Habe ich gesehen. Du hast geblitzt. Warte, ich muss noch da hinten. Hä? Warte. Dokument jetzt. Dokument anzeigen. Da kommt aber jetzt eine Video, oder nicht? Ne, ich hab das nur, ne, ich glaube, da kann man sich noch was durchlesen. Jetzt ist der Heli da dran. Kann ich da noch irgendwas machen? Ja. Yeah. Ne, das wollte ich nicht. Kann ich hier irgendwas noch rausnehmen? Also. Ich habe mir jetzt eine Mine gekauft. Hier kann ich hier irgendwie noch was machen? Weiß ich nicht. Hast du hier irgendwas weggenommen? Also an, nee, an Medi-Zeug? Okay. Bringen Sie den Hubschrauber zum Treffpunkt der Rebellen. Ich glaube, das ist das Ziel. Versuch mal eine Mine zu kaufen. Oder keine Ahnung, halt irgendwas. Die sind bei mir noch gelockt. Ich brauche erst die Fertigkeit dafür. Ist das, wo ist denn das drin? Ich glaube, ich mache Helikoptersteuerung. Ich hoffe, wir stürzen jetzt nicht ab. Sag mir, falls wir abstürzen sollten. Maus, Tastenbelegung, nee, Quatsch, Fahrzeugsteuerung. Nee, Tastenbelegung. Nee, da steht in der Luft. Allgemeine Fahrzeuge? Hubschrauber. Maussteuerung. Wie macht man das denn nochmal? Was denn? Ich würde gerne den Hubschrauber mit der Maus steuern. Heli-Maussteuerung. Ja, da kannst du da einstellen. Ja, okay. Wo hast du denn hier? Ach, hier. Hast du C4 gemacht oder was hast du gemacht? Mine habe ich genommen. C4 Splittergranate, ja. Ach Mine, hier, ich nehme C4. Kann ich okay. Nicht. Nee, kann ich nicht. Ich kann, aber ich habe gar keinen, ich kann gar nicht. Okay, das mit der Maus funktioniert nicht wirklich gut. Ah, muss ich wieder ausmachen. Warum steht oben Down Spielersuche läuft? Wo steht das? Rechts oben bei mir. Das habe ich nicht. Vielleicht, weil du es nicht auf nur Freunde können dir joinen gemacht hast. Nicht schon wieder. Sitzen also zwei Soldaten zusammen. Der erste Soldat fragt den zweiten, du weißt, dass in 5 Minuten eine Atombombe hochgeht. Was machst du mit dem Rest deines Lebens? Sie entschärfen. Nein, entschärfen ist nicht drin. Warum? Weil es ein Witz ist. Der erste fragt also den zweiten, was machst du mit den letzten 5 Minuten deines Lebens? Der zweite Typ überlegt und sagt, ja komm, aufsetzen. Wenn ich sterben soll, dann glücklich. Helis stehen und rebellen gegen böse Kartelle. Boah, 3500. Ey, du hast meinen Witz unterbrochen, Alter. Sorry, hast du was gesagt? Hier, Fertigkeit, meh. Ja. Bei der
ganzen Kohle hätte ich gedacht, dass... Sowas finde ich irgendwie cool, dass man die Fertigkeitspunkte mitten auf dem Feld findet. Geh mal weg, ich muss den auch nehmen. Kommst du nicht ran? Ne, ich komm nicht ran. Fertigkeit... C4. Brauche ich zwei, Alter. Für C4 brauche ich zwei. Was heißt eine Splittergranate? Warum kann ich das upgraden? Okay, dann mach's mal. Was wolltest du von mir? Sorry. Ne, passt schon. Ich habe gerade hier Ablenkungsköder. Verlängert die Dauer der Schadensresistenz nach der Wiederbelebung. Aber nee. Ich habe mal Fallschirm gemacht. Stimmt, wo ist das? Objekte? Nee. Doch. Habe ich mir zwar gedacht, braucht man nicht, aber... Naja, ich guck mal noch bei Waffen. Nee. Pakataris Rebellenbewegung steht kurz vor dem Haus. Bei der Drohne Batterie gemacht. Wir sollten uns tatsächlich irgendwann mal absprechen, also wenn das Spiel draußen ist, dass sich einer komplett auf die Drohne spezialisiert irgendwie und einer halt auf dieses Explosionszeug. Verstehst du, was ich meine? Ja. Nicht, dass wir alles beides machen. Ich mach mal kurz, was habe ich da hinten? Ist das für dich jetzt auch markiert da hinten, das Ding? Ja, aber ich kann auch beitreten drücken, so. Jetzt bin ich bei Flammen der Rebellion. Suche die Information zur Rebellenoperation. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Was, Feinde im Bereich? Das gefällt mir aber gar nicht. Ja, ich markiere gerade. Ah, okay. Muss aber noch näher ran. LOL! Ich hol gerade die ganze Kuhherde hier auf. Kein Ding. Oh, ich muss nachladen. Ich sehe einen Kartellleutnant. Hm? Wo hast du sie? Da, an den Ruinen. Dude. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich mach mal den Leutnant weg. Da ist irgendwas ganz Dickes markiert hier, der da hier. Ja, okay. Der da hinter dem Haus, ja. Nicht so schnell laufen, der Baum kommt immer näher. Och ne, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Oh fuck. Die Kugel ist an ihm vorbeigerauscht, der weiß jetzt, was los ist. Mann, der Kerl ist tot. Okay, es ist alles gut. Du triffst ja sogar. Kappa. Ich geb dir gleich. Mist, wir haben die Leiche. Wie spät haben wir es? 3:45. Okay. Viertelstunde noch und dann... So. Ich habe gerade noch einen gekillt, der ist auch noch mehr theoretisch. Ja, lol. Okay, ja. Ist da jetzt ein Schalldämpfer drauf? Achso, da ist einer drauf, deswegen hören die mich immer nicht. Warte mal, Schalldämpfer entfernen. Ich will nur mal wissen, wie laut ein Schalldämpfer ohne ist. Ja, doch, lauter. Ach was. Hä? Du bist rausgeflogen? Komischerweise, ja, keine Ahnung. Strom aufwärts oder was? Klar. Du bist ja hochfahren mit dem Ding hier. Klar. Das funktioniert bestimmt. Bin in der Stunde wieder da. Okay. Ja. Schau mal hier links, machen einen genüsslichen Spaziergang. Jawohl. Moment, da war ein Stein. Nicht nur einer. Hauptsache man kommt mit dem LKW den Fluss aufwärts. Ja. Na komm, das geht. Oh, Stunde sind wir dann da. Weißt du, wir sind auf der Straße. Stopp. Achso. Ich wollte eigentlich rumfahren, weil oben ist die Einfahrt. Ja, willst du direkt wieder reinfahren? Ich geh hier raus, lass mich hier raus. Steig aus und mach Drohne schon mal. Weil eigentlich, wenn wir hier vorbeifahren, dann müssten die uns nicht erkennen. Das ist richtig. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Okay. Also wenn du in einem Auto vorbeifährst, dann erkennen die dich nicht. Eine kleine Gruppe Feinde. Sehe einen Dritten. Was ist denn der zweite? Tango getötet. Einer da. Ja, bei mir auch.
Komm ich hier hoch? Zweiter tot. Ich habe noch einen. Hier drin ist, hier bei mir ist noch einer. Jo. Aber warte mal. Der hat keine Waffe. Geschafft. Alle noch ganz. Dann versuch den irgendwie zu verhören, falls es geht. Ich kann ihn greifen, aber. Kannst du B drücken? Nee. Schade. Dann bringen wir ihn um. Nice. Schauen wir, was haben wir hier oben? Nehmen wir erstmal Munition. Wir müssen hier irgendwo hoch. Hallo? Ich will auch Munition haben. Muss ich wirklich direkt immer davor stellen. Ja, mache ich ja. Aber. Nö, dann will er halt keine. Oder vielleicht bist du voll. Ja, ich habe ja gerade geschossen. Ja, vielleicht hat er so schon was aufgenommen. Keine Ahnung. Aua. Ich hack mal hier irgendwie den Laptop. Jo. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen Aha. uns mitsamt Navi. Ah, das war Hauptquest tatsächlich. Go, go, Gadget! Oh, jetzt kommen wir diese Regenscheiße hier, Alter. Das geht mir echt. Oh, Ninja. Willst du das Ding da nehmen? Das ist gut. Damit sind wir vorhin auch gefahren. Also mit den Reifen kommst du echt gut weg. Oh, da vorne ist wieder so ein. Lass Lila, uns jetzt ne? den Auftrag in 900 Metern noch machen. Und dann. Hör mal auf. Welcher Auftrag in 900 Meter, das, was wir jetzt haben? Ja, Flammen der Rebellion halt. Links oben. Ja, wir haben ja bloß so ein... Erkennen die anderen uns auch nicht, wenn wir hier einfach nur so rumfahren? Ich weiß es nicht, das werden wir sehen. Nein. Aber fahr mal noch ein Stück, ich mach die mit der Sniper weg. Dann können wir uns das holen, was da steht. Wow, du standest und ich mach eine Rolle aus dem Auto. Warte mal, ich markiere die noch ganz kurz, ich will genau wissen, ja, wie viele das sind. Markieren. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. 4. Jo. Soll ich auch drauf sammeln oder willst du die allein machen? Du darfst gerne mit drauf sammeln. Ja, das sag, wenn du kannst. Ich nehme die rechten. Ich sammle 2. Einfach rein, ich kann nicht so genau. Achso, okay. Jo. Hä? Ich hab 2 gekillt und du hast 2 gekillt. Ich hab einfach reingehalten, keine Ahnung. Ich hab's gemerkt. Aber so muss das funktionieren. Die dürfen gar nicht wissen, wer wir sind. Oh. Hast du mich gerade halb überfahren? Nee, ich hab das Auto gecrashed hier. Oh. Nein. Wir können den Buggy nehmen hab übrigens ich hier. Grad, ne. Oh, ich hab die andere Waffe wieder aufgenommen versehentlich. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Oh, der Erde ist für 2 Leute, das können wir machen. Ich will fahren. Schau mal kurz, was das für eine Waffe ist hier. Lol, nice mit Scope. Kann, wenn ich die Waffe... Alle hier mit dem Motorrad rumstehen. Nee, ich bin schon voll Wasser... wo bist du jetzt drin? Hier. Oh, lol. Ja, die Hupen kann man nicht. Lol. Schaut auch chillig aus. Ich weiß nicht, Ubisoft hat's mit den Buggies hier. Die sind in sämtlichen Far Cry Spielen mit dabei. Alter. Alter, bis wieder, wir haben jetzt ja nochmal irgendwie Gegner, ne? Easy, leckt. Oh, sorry, ja. Jetzt nicht mehr. Fahr wieder ein Stückchen weiter oben und dann sammeln wir wieder rein. Vielleicht ein Stück ja, das sind genug. Das sind nicht so viele, meinte ich. Das sind ja nur 2, oder? Jo. Nicht auf den Rest schießen, das sind Zivilisten. War ja nicht. Ich glaube, die Luft ist rein. Verdammt, sieht nach Masseninrichtung aus. Das Kartell schickt eine Nachricht. Was passiert mit Sympathisanten der Rebellen? Die hängen noch nicht lange da. Wir müssen jemanden richtig wütend gemacht haben. Ich glaube, sowas würde das hält das Spiel auch am Tragen, dass du dauernd irgendwelche Leute hast. Könnte zwar auf Dauer langweilig werden, aber. Oh, ich bin Stufe 5. Neue Fertigkeit. Drohne Nachtsicht, nee, brauche ich nicht. Machen wir mal Granatwerfer. Brauchst du, glaube ich, mehr. Fuck, ich brauch 2, ja. Mhm. Ja, gut, dann spare ich. Willst du da direkt hoch oder willst du. Ja. Okay. Beantwortet das deine Frage? Ja. Wir halten haben wir wieder ein Konvoi, was wir da? Weiß nicht. Ja, nee, das ist nur ein Auto, glaube ich. Die Drohne ist unterwegs. Oh.
Okay, wir müssen in so ein Haus einfach rein. Ja, oben am Berg sind aber noch so andere. Lass im Auto erstmal an den vorbei von dem machen. Lass erst die Lilanen oben machen. Hä, wo sind da Lilanen? Ach, da. Zwei. Im Auto sind wir nämlich hier noch erst safe und dann fahren wir irgendwo weiter oben hin. Ja, warte kurz, ich guck noch, ob hier noch irgendwas ist. Ich weiß nicht, irgendwie kommen da nie wirklich welche. Ja, wo ist das Auto? Da. Achso, ich habe das nur für mich markiert. Kann ich die für dich auch noch mitmarkieren? Das ist halt einfach hier rechts hoch. Nee, achso, shit. Oh. Das ist wohl, ja, warte, ich muss hier erstmal hochkommen. Ja, ja, ich dachte, wir können hinter uns hoch, aber das ist eine komplette Steinformation da. Achtung, Baum. Zurück. Achso, sorry. Läuft. Nailed it. Hoppla. Ja, komm, geh weg. Sind zwei. Ja, komm, dann steigen wir halt hier mal aus und gehen da rein. Hoppla. Was ja, kann schon. Lass die direkt machen hier, oder? Oder haben wir. Okay, das Kartell greift hier massiv an, wenn die Übertragung beginnt. Dann machen wir die zweimal kurz. Moment. Ich mach den hinteren. Ja, ich stemme einfach rein. Okay. Gut. Okay, machen wir mal kurz die Übertragung an. Und jetzt müssen wir. Ich glaube, wir müssen das verteidigen. Schau mal, ob du eine erhöhte Position mit deiner Sniper bekommst. Kann ich irgendwo aufs Dach? Nee. Mach du mal den oberen, ich kümmere mich um den unteren ein bisschen. Jo. Hä, von wem? Wurde von irgendwas entdeckt. Okay. Hast du bei dir schon? Ja, ich habe alle gekriegt. Verteidigen Sie den Sender. Noch eine Minute 13. Okay. Was ist bei dir? Da steht das Auto doch noch da oben. Ja, das Auto steht noch da, aber da ist keiner mehr drin. Der Sender geht für die Hunde. Hä? Das heißt, das soll dann heißt, der Sender geht vor die Hunde. Ist der irgendwie kaputt? Nee. Und was ist jetzt los? Nix, ich weiß nicht. 40 Sekunden müssen wir noch warten. Vielleicht kommen jetzt wieder welche. Kann natürlich sein. Weil bei mir waren da jetzt nur 2 Grad, bei mir kamen da 2 Typen an. Ja, bei mir auch, in dem Auto halt. Ja. Aber dann bleiben halt noch 20 Sekunden blöd stehen. Ach, schau mal, Hühnchen, kann man die, meinst du die kann man? Naja, lass mal das. Hm. Die schlafen gerade so süß. Oder muss man mit dem Sender was machen? Ja, kann steht ich kann ja, ich kann auch nichts machen. Ich kann die ganze Zeit nichts machen. Das sollte die Moral der Rebellen steigern. Okay. Gut gemacht, Kommandant. Eingehender Anruf. Meine Rede wurde in ganz Bolivien gehört. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Das Volk erhebt. Viva la Revolution! Viva la Revolution. Was hast du über Juri und Polito? Jawohl, haben wir es geschafft. Die beiden verließen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. In der Zwischenzeit stehen meine Brüder in Itaqua bereit, euch bei Bedarf zu helfen. Meldet euch. Einführung, Rebellenunterstützung. Okay, interessiert mich nicht. Aber ein Mörserangriff ist. Anruf Ende, okay. Ja gut, dann war's das mal jetzt, würde ich sagen. Ja, es war aber. Hier kommen wir nochmal. Was hältst du bis jetzt von dem Spiel? Compadre. Naja, solange man bei der Autosteuerung zumindest, am Anfang dachte ich so, was ist das für eine Autosteuerung, aber solange man die Sensitivität auf 5% stellt, so wie ich, geht das auch. Es ist natürlich trotzdem noch ein bisschen schwammig zu fahren, aber es geht trotzdem, Heli-Steuerung könnten sie theoretisch was verbessern, aber das sind dann nur so Kleinigkeiten im Vergleich eigentlich zu irgendwie allem anderen, aus meiner Sicht. Bei mir labern die ganze Zeit noch. Ja, bei mir labern die ganze Zeit. Ja, bei mir auch. Ich kann ja einen Untertitel bei dir dann drüberlegen. Was du so gesagt hast. Was?
was ich cool finde, war hat das wir vorhin auch schon hatten, ist, dass die halt einfach so mal an der Straße stehen. Du denkst so, du fährst jetzt einfach hier hin, machst ja alles platt so, aber da war ja an der Straße war mal irgendeiner, der irgendwelche gefangen hatte oder es lockert alles ein bisschen auf, also aus meiner Sicht. Ja, finde ich auch. Und auch der Wetterumschwung, der halt einfach mal so kommt. Gut, okay, Tag und Nacht ist es vielleicht nicht so der Wetterumschwung, aber ja, dass es mal stürmt, dass es regnerisch wird, dass es dadurch auch dunkel wird, Gewitter, dann kommt wieder Sonne raus. Mehr sieht man, hat man jetzt natürlich noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Vielleicht gibt es ja Schneegebiete, vielleicht gibt es ja Schneesturm oder keine Ahnung was. Ist ja mehr theoretisch möglich. Und wenn man sich jetzt hier die Map kurz anschaut, na, zurück. Die ist so groß. Ja, und ich finde auch, dass die ganzen NPCs, weil es hieß ja die ganze Zeit, die NPCs, ja, die lockern das Ganze irgendwie gar nicht auf. Ich finde, da laufen so viele NPCs rum und das passt irgendwie voll. Und man muss auch aufpassen, die nicht über den Haufen zu ballern. Was wir natürlich immer tun. Ja klar, gibt's überhaupt irgendwas, Bestrafung oder irgendwas, wenn man die über den Haufen ballert? Ich weiß nicht, es kann sein, dass die halt dann irgendwann sagen, hey, wir helfen euch nicht mehr oder so. Ich weiß es nicht, ich will es nicht ausprobieren. Man muss auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber auch grafisch gefällt es mir relativ gut. Du musst natürlich schauen, dass du bei dir das noch mit den FPS in den Griff bekommst. Also ich hab's jetzt in den Griff gekriegt. Komm her. Oh, ich sehe. Alter. Schaut übel aus. Sieht sehr grafisch gut. Zwar nicht allzu gut aus. Der leuchtet ein bisschen. Aber sieht verdammt übel aus. Der sieht aus wie ein Vampir. Schaut aus wie ein Zombie. Ja, oder so. Oh. Erstmal drauf schießen. Bist du tot? Bist du tot? Wow, was hast du für eine Pistole? Die Standardpistole von Anfang. Den coolen Skin. Achso, ja, du kannst, wenn du I drückst, bei deiner Ausrüstung Rechtsklick machen und da kannst du theoretisch die ganzen Teile. Farbwahl. Das Farbwahl, genau, da kannst du alle Farben auswählen. Farbwahl? Ach, ich dachte, muss man vielleicht erst noch freischalten oder so. Rote Blätter. Das kannst du natürlich theoretisch je nach Gebiet anpassen. Hier für Schnee. Aber ich glaube, das macht nicht allzu viel aus. Man kann es natürlich machen, aber. Auf welche Waffe habe ich das jetzt drauf gemacht? Auf die hier, schau mal. Bist du da? Ich sehe das jetzt nicht richtig, weil der die. Ja, meine hier, die sieht so aus. Die eine. Und die hat die Farbe. Also, ne, die hat gar keine Farbe. Standard. Ja, und das ist halt die Pistole. Ja, und ich denke auch, das Skillsystem ist ganz okay, wenn man da die Fertigkeitspunkte sich halt aufsammelt. Ja, was ich bis jetzt zumindest dachte, was ich aber dann halt vorher noch gemerkt habe, dass. Wie war das? Rechtsklick da drauf? Dass was, du dann diese. Warte mal kurz. Was mir gerade auffällt, hier ist Wind und dein Ghillie-Suit weht halt da die ganze Zeit im Wind zum. Ja, das weiß ich schon, auch wenn man rennt. Ja. Hast du das? Ach, du hast gar keinen, oder? Und nee, ich hab gar keinen. Ach so. Aber mein Hoodie, der flattert auch so ein bisschen. Das sieht cool aus. Was ich halt echt cool finde, dass ich eigentlich schon bei Escape of Tarkov oder wie das Spiel heißt, gesehen habe, dass es halt so, wenn du Rechtsklick auf die Waffe machst und dann auf Teile gehst, du kannst so viel umstellen, was gibt's denn noch? Zurück. Ja gut, das war aber schon auf der Gamescom angekündigt. Zieloptik, Abzug, alles mögliche kann man halt verändern. Und das finde ich halt echt cool. Ja. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die man hier verändern kann. Schaft, Zieloptik, Abzug, Magazin, Unterlauf, Schiene, Lauf und Mündung. Kannst du alles ändern, so wie man es halt haben will. Ich weiß nicht, wir müssten halt nochmal irgendwie so eine Zubehörkiste von den Maschinen da. Von den Pistolen und Waffen generell. Ja gut, halt das wird aber im Hauptspiel sowieso kommen, vermute ich mal, also. Ja. Ich denke, das kommt, je länger man spielt, desto häufiger kommt sowas vielleicht. Also am Anfang würde das jetzt nicht direkt kommen, aber. Naja, wir haben ja, wenn du auf die Map guckst, Ziele, wo so Waffenkisten sind. Die sind ja markiert. Da kannst du ja hinfahren. Wie sind die markiert? Achso, das Zubehörkiste meinst du? Genau. Und ja, da steht auch. Die wurden aber erst angezeigt, wie wir das eine da freigeschalten hatten. Genau, ja. Und das find ich cool. Weil das habe ich. Ja, das ist halt. Weil wenn du alles von Anfang an hättest, wäre es halt too much einfach. Aber wenn du das. Und es wäre langweilig, du musst das halt nicht mehr machen, ne? Wenn du das für Zeit freischalten kannst, ist halt auch. Weil du wirst am Anfang halt, würdest du erschlagen werden, wenn du da extrem viele Symbole auf der Map hast und da hast du das und du hast keinen Plan, was ist. Aber wenn du das Schritt für Schritt freischalten kannst, finde ich das auch besser, ehrlich gesagt. Naja gut, ich weiß nicht. Weißt du, wie lange die Demo noch geht? Die Beta? Ja. 27. Wann ist denn das? 2 Tage. Also Montagabend wahrscheinlich dann. Vermutlich, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dann noch so viel zum Spielen komme. Werde ich noch sehen. Ja, aber wir haben jetzt auch relativ viel aufgenommen. Ich schau mal, wie ich das zusammenschneiden werde und dann, ja. Ich denke, die ein, zwei Einsätze, die man da gesehen hat, die man komplett gemacht hat. Ja, und dann, du hast es schon gekauft, oder? Ja, ich habe schon gekauft. Ich war auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, ich will erst die Beta spielen, weil ich bin in das davor Close Beta nicht reingekommen. Und da war ich schon im ersten Moment ein bisschen angepisst, weil ich dachte, es gibt keine Chance mehr, aber ich habe nicht daran gedacht, dass es ja noch die Open Beta gibt. Und da kommt natürlich jeder rein. Und aber ich, so was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich auf jeden Fall sagen, ich würde mir das Spiel kaufen und wir wollten das ja auch aufnehmen, so wie jetzt gerade. Wir müssen halt noch irgendwie einen Christian fragen. Ja, wir müssen noch zwei, wär's vier Leute brauchen wir, ne? Also am besten. Ja, aber zu dritt geht's eigentlich auch. Ja, aber man hat ja gesehen, es geht auch, ist natürlich schwerer, aber es geht theoretisch zu zweit. Ja. Ist natürlich schwerer, ist klar. Wenn man sich abspricht, dann passt das schon. Ja. Ich finde, das ist voll okay so. Also ich finde es auch gut, dass sie das so gemacht haben, dass quasi auch zu zweit man das spielen kann und nicht zwingenderweise vier Leute sein muss. Ja, dann würden sie ganze Menge Leute verlieren wahrscheinlich. Gut, du kannst natürlich mit irgendwelchen Randoms spielen, aber ob man das so unbedingt will, ist halt die zweite Frage. Weil bei Rainbow Six Siege zum Beispiel ist es halt echt kacke, mit Randoms zu spielen. Also, ja. Es ist halt nicht so cool. Das ist immer eigentlich so. Weil ich das gerade hinten sehe, ich finde es auch cool, dass so random irgendwie Flugzeuge da rumfliegen. Ja. Und die kann man auch schön abschießen. Ja, haben wir vorhin getestet. Das habe ich, glaube ich, habe das nicht aufgenommen in dem Moment, weil das Aufnahmeprogramm nicht wollte, aber. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Wenn nicht, dann kann ich dir ja meine Aufnahme so geben. Ja, muss mal schauen, ich kann hier. Gegenseitig konnte man sich ja jetzt nicht abschießen, oder? Nein. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht getroffen. Was hält der Baum davon? Ich habe vorhin irgendwie gemerkt, dass man nicht unbedingt durch Sachen durchschießen kann, weil das war so ein Zaun, so wie das Ding hier, ich habe da durchgeschossen auf den Gegner, der ist, entweder habe ich nicht getroffen oder es ging einfach nicht durch. Nee, man kann nicht durchschießen. Es geht kaputt. Also das habe ich auch gemerkt, wie ich durch die Büsche oder sowas durchgeschossen habe, das bleibt überall hängen. Aber das ist auch, es geht ein bisschen kaputt. Wissentlich gemacht, weil du kannst dich ja auch im Gebüsch verstecken und dann sehen dich die Leute nicht mehr. Und es wäre doof, wenn die dann einfach durchs Gebüsch durchholzen und dich eigentlich gar nicht sehen. Ja, stimmt. Ja, ich, keine Ahnung, soll ich eine Abmoderation machen? Nee, keine Ahnung. Das ist eigentlich nur so, ich werde vielleicht kurz am Anfang was sagen, wenn ich das Video so raushaue. Das wird nicht nur ein Video, weil das relativ lang war, was wir bis jetzt gespielt haben. Eineinhalb Stunden oder so haben wir. Ja, das kann man, Menü zeigen und alles mögliche, also das wird schon ein bisschen was. Menü zeigen weiß ich nicht, ob ich mache, mal schauen. Ja, ich schon. Also ich habe die Charakter-Dingens da gemacht. Ja, die habe ich auch noch aufgenommen, die kann ich noch kurz einspielen oder so, aber in diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall, wenn wir hoffentlich noch jemand anderen finden, der mit uns das dann spielt im Koop, dass wir das auf jeden Fall auch in der Vollversion dann aufnehmen werden. Ich denke, ich werde mir das Spiel jetzt auch kaufen, nachdem ich, was ich bis jetzt gesehen habe hier. Weil ich wollte, wie gesagt, warten, nicht einfach ins Blinde kaufen, weil ich habe von vielen gehört, dass bei Ubisoft halt, die haben schon ewig keine Spiele mehr vorbestellt von denen oder so, weil es war halt einfach zu unsicher. Schau dir Division an. Das ist, das spielt jetzt keiner mehr. Oder es war, hat mir auch nicht gefallen, deswegen habe ich es auch nicht gekauft. Aber ich wollte einfach vorsichtig sein und nicht einfach die Katze im Sack kaufen. Aber nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich es auf jeden Fall kaufen. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, ob ihr es selber gespielt habt, ob ihr es euch kaufen würdet, was euch gefällt. Alles einfach mal in die Kommentare. In diesem Sinne. Ich bin ja sowieso schon gehypt auf das Spiel und hab's mir ja schon ewig vorbestellt. Ich würde es mir an deiner Stelle auch vorbestellen, weil da gibt's eine extra Mission dazu. Naja, also in diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben es ja auch schon auf der Gamescom gespielt. Oder, also das heißt nicht gespielt, angeguckt, ja, man konnte es ja nicht spielen. Ich glaube, wir haben da auch irgendwelche Zusatzdinger bekommen, kann das sein? Ja, das ist für die Waffen, glaube ich. Warte mal, was steht denn da? Hast du sogar da? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ach doch, ich glaube, ich weiß noch, wo es ist. Now unlock your free gear patch. Ich glaube, das sind irgendwelche Waffen. Wir können auch mal schauen, was daraus wird. Aber in diesem Sinne erstmal, das war die Beta. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ihr es gespielt habt oder was ihr bis jetzt davon gesehen habt, wenn ihr das Video angeschaut habt. Und dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann, wenn möglich, in der Vollversion. Ja.
Da kann ich mich anschließen. Und dann würde ich sagen, tschüss. Haut rein. Ciao. Tschüss.